also seltsam vielleicht. Also es ist ein irischer Schriftsteller gewesen, der sich aber auch viel in Deutschland aufgehalten hat und in Frankreich verschiedensprachig geschrieben hat und mit Warten auf Godot dann zu ziemlich großem Ruhm gekommen ist. Also hat dann den Literaturnobelpreis 1969 gekriegt und genau, war ansonsten ist nicht sehr aufgefallen durch Interpretationen seiner eigenen Stücke oder durch allgemein auch Aussagen über das eigene Werk. Das heißt, er hat den anderen meistens die Deutung überlassen und hat seine Stücke selber sprechen lassen. Ja, absolut. Er hat sich eigentlich der Deutung auch komplett verwehrt und auch andere Bedeutungen entweder kommentarlos belassen oder sie für schwierig erachtet, ohne aber sie zu kritisieren direkt. Ne? Vielleicht ist dieses stückweise Entziehen der Deutung so ein bisschen auch ein Grund dafür, dass Beckett prinzipiell oft als sehr unverständlich gilt. Und auch das Seltsame, das du schon benannt hattest, das ist ja so sprichwörtlich inzwischen auch schon geworden. Also etwas, was so Beckett-haft ist, das ist irgendwie so ganz seltsam, absurd und steht auch oft für so eine Art Sinnentleerung. Nun hat aber Beckett ja trotzdem auch zurückhaltende Hinweise gegeben, dass es sehr konkrete Auseinandersetzungen sind, die er führt. Du hattest auch das Stück Warten auf Godot genannt. Da sind ja zwei Figuren, die Beckett eingeordnet hat, so in den Resistance-Kampf, also in den Kampf gegen den Faschismus in Frankreich, und hat die so verortet in einem Kriegsgefangenenlager. Inwiefern würdest du sagen, finden denn bei Beckett immer wieder solche historische und konkrete Reflexionen auch statt? Naja, also man findet halt in Versatzstücken innerhalb der Stücke und Romane und auch in der Prosa immer wieder Aufgriffe, also was die Philosophie angeht, was auch so das politische Geschehen angeht, sind sehr fragmentarische Aufgriffe und die sind auch sehr, sagen wir mal, verfremdet und allgemein auch zersprengter Form. Aber die sind natürlich da. So. Und die stehen halt auch in ihrem zeitlichen Kontext halt für sich, in dem Sinne, naja, dass er eben selbst auch von seinem eigenen Leben her Bezugspunkte eben, wie du es gerade schon genannt hast, zur Resistance, bei der er eben mitgewirkt hat in Belgien und was mittlerweile eben auch halt in literatursoziologischen Arbeiten aufgearbeitet wurde. Also die Spielstätte bzw. die Orte der Spiele, die dann mal in Straßennamen auftauchen oder auch die Namen, die verfremdete Hinweise auf Bedeutungen geben. Vielleicht können wir uns das eben auch nochmal genauer anschauen, eben an einem Stück. An dem Seminar am nächsten Wochenende wird ja das Endspiel, das du jetzt auch schon genannt hattest, eine große Rolle spielen. Was ist denn das für ein Stück? Was passiert da? Na, das Bezeichnende ist, dass das Stück erstmal beginnt, indem sich ein Stück im Stück entfaltet. Das heißt, man sieht, also der Anfang des Stückes ist eine Beschreibung einer Szene, die dann wiederum ein Stück erst eröffnet, in dem die Spielenden bekannt geben, dass sie jetzt eben das Spiel starten. Das heißt, es ist halt mehrebenig im Sinne von Spiel im Spiel. Und dann handelt es sich um zwei sonderbare Geschöpfe. Der eine der beiden kann nicht sehen und kann nicht laufen. Und der andere kann weder gut laufen noch gut stehen und ist aber dafür gebunden an den anderen. Das heißt, es ist quasi eine Gemeinschaft der beiden, wobei der eine aber wiederum dem anderen sozusagen der Diener ist. Und der wiederum besitzt eben den Schlüssel zur Speisekammer. Also die beiden befinden sich in einem Unterschlupf und draußen ist sozusagen nichts zu sehen. Also kein Leben, keine anderen Häuser, keine anderen Menschen. Und die einzigen Geschöpfe, die sonst noch in dem Stück vorkommen, sind die Eltern des im Rollstuhl Sitzenden. Also Hams Eltern, die heißen Nack und Nell. Und die befinden sich in Mülltonnen. Und dieses Stück, also mit dem Titel Endspiel, ist sozusagen kreisend in dem Sinne, dass es eigentlich wie eine einzige Wiederholung zeigt und auch anfühlt. Und sozusagen das Endspiel als das letzte Spiel, das sich aber immer wiederholt. Also eine Endlosschleife eines letzten Spieles. Mhm.
Vielleicht metaphorisch für ja, eine Geschichtsphase, die irgendwie was Dystopisches hat oder wo irgendwie ein schlimmes Ereignis hinter einem liegt und Katastrophe, aber vielleicht auch vor einem liegt und man ist in so einer historischen Schleife gefangen und kommt irgendwie nicht vom Fleck. Ja, oder es könnte natürlich auch sein, dass man in dem Sinne nicht vom Fleck kommt, weil die Geschichte einen nicht loslässt. Ne? Das Stück ist aus den 50er Jahren und dieser Unterschlupf ist halt, also die einzige Gesellschaft ist die der Trümmer sozusagen. Ne? Also außerhalb befinden sich nur Trümmer und auch drinnen sieht es aus wie eine einzige Trümmerlandschaft. Es gibt zwei Fenster, wiederum könnte auch dieser Unterschlupf eigentlich einen Kopf abbilden oder einen Körper. Also wenn man das gesellschaftlich übertragen wollen würde, dann könnte man schon, und das wurde auch getan, unter anderem von Theodor Adorno, das so deuten, dass es eben nach einer Katastrophe spielt, die selbst nicht bezeichnet wird, also die selbst auch nicht begrifflich angeführt oder bestimmt oder kritisiert wird, und dass es da eben die Übriggebliebenen sind, die aber auch nicht unverschont sind. Also das heißt, dass die im Prinzip in ihrem Denken wie auch in ihren sozusagen Bewegungsformen derart von der Geschichte gezeichnet sind, dass sie sozusagen selbst in den Trümmerhaufen übergegangen sind, also wandelnde Trümmer sind. Nun ist dieser Trümmerhaufen quasi die Landschaft, in der das stattfindet. Das ist der Ort, der da beschrieben wird. Und du hattest gleichzeitig gesagt, auch die Subjekte, die da vorgestellt werden, sind so ein bisschen wie Trümmer. Und das ist, glaube ich, also so wie ich Beckett immer gelesen habe, auch in der Reduziertheit wird ja ein bestimmtes Verhalten gezeigt von bestimmten Figuren, die irgendwie so Modelle sind für einen Subjekttypus. Was für Subjekttypen sind denn das, die da bei Hamm und Klaff eben gezeigt werden, die beiden Protagonisten des Endspiels? Naja, also was den Subjektbegriff angeht, zeigt sich bei den beiden eben, dass der Bezug auf sowas wie Zukunft und Vergangenheit, wie auch auf den eigenen Willen und sowas wie Freiheit sich eigentlich nur, wie auch wiederum schon mit der Zeit als solcher angesprochen, sich nur in so Schleifen bewegt. Das heißt, es wiederholt sich alles und die nichtigsten Gesten, also einfach repetitive Gesten, werden als die quasi zentralen Dinge des Seins bei ihnen durchbuchstabiert. Das heißt, dass wo sie sich sehr mit Pathos als frei entscheidend geben, da dechiffriert sich das Ganze selbst in der Form als nichtiger Reflex, als sozusagen behavioristische Geste. Jetzt hast du auch schon angedeutet, dass es ja eine gewisse Hierarchie gibt in dieser Beziehung zwischen Hamm und Clough. Es gibt ein Unterordnungsverhältnis. Wie würdest denn du das beschreiben? Was wird denn da gezeigt? Genau, der eine eben besitzt den Schlüssel für die Speisekammer und das ist Hamm. Und Klof ist sozusagen der Diener, also sein Diener. Er ist angewiesen auf den Schlüssel und er ist in dem Sinne verschweißt mit Hamm, dass er eben ihn pflegt und der andere wiederum aber Herr der Nahrungsmittel sozusagen ist. Das heißt, die beiden sind auf das Verderben hin. Also in diesem Unterschlupf zu sein, zusammengeschweißt, aber nur eben darum, weil Hamm den Schlüssel besitzt für die Nahrungskammer und Klof ihn bedient, ihn herumfährt, ihm seine Nahrungsmittel gibt, seine Beruhigungsmittel, seine Aufputschmittel, genau, und ihn so durch den Tag bringt. Das heißt, wenn man das überträgt, gibt es eben zwei Formen von Menschen, beziehungsweise zwei Klassen, und die einen sind eben die Dienenden und die anderen die im Besitz sozusagen der Mittel sind, um Nahrung zu produzieren und um quasi den Tag auch zu bestreiten und auch die Zukunft zu bestreiten. Und trotzdem ist es ein Endspiel, also die Zukunft scheint es ja nicht zu geben. Ja, also es gibt kleine Anstöße von sowas wie der Möglichkeit von Zukunft. Also Hamm, Klof, der Diener, sagt einmal, dass er jetzt aufhört, ihn zu pflegen, also den Hamm zu pflegen, und das Haus verlässt, also den Unterschluss verlässt, beziehungsweise ihn verlassen könnte. Und er würde sozusagen Schluss machen, was dann auch der Schluss des Stückes wäre, also auch der Schluss des letzten Stückes. Und sagt dann aber, dass er im Prinzip, also dass es sein eigener Tod wäre. Und dass er auch gar nichts anderes kennt, als die eigentlich die Worte von Hamm, also die Worte des Herrn. Und dass er
damit auch, wenn er hinausgehen würde aus dem Raum, in einer gewissen Form sterben würde. Und das heißt eben in Form des Dieners sterben würde. Also metaphorisch gesehen wäre der Austritt aus der Höhle, könnte man auch sagen, oder aus dem Unterschlupf, eben der Tod von Klof als Dienenden, als Tod dieses Verhältnis, oder Schluss, als Schlusssatz dieses Verhältnis von Herr und Knecht. Um das vielleicht auch nochmal auf die Aktualität hin zu überprüfen, bei dem Lektüre-Seminar, das du mitveranstaltest am nächsten Wochenende, gibt es einen Titel, der vielleicht auf eine mögliche Deutung oder eine mögliche These hinweist, nämlich die Beckettisierung der Kulturindustrie. Das scheint, also ist ja erstmal so auch selber wiederum ein bisschen verschlüsselt. Was meinst du denn mit Beckettisierung der Kulturindustrie, auch vor dem Hintergrund, was wir jetzt vielleicht zu diesem Stück ausgeführt haben? Genau, also was man eigentlich, was einem entgegenschlägt, wenn man dieses Endspiel oder auch andere Stücke von, also Warten auf Godot zum Beispiel oder die Romane liest von Beckett, ist halt eigentlich, dass man so eine gewisse Enge verspürt und auch einen gewissen Impuls, dass es doch, also bei dem Endspiel zum Beispiel, dass doch dieses letzte Stück, das letzte Spiel seinen Schluss finden soll und auch eine gewisse Unlust am Gang der Dinge, ja, dass eben so wie es verläuft und so, dass die beiden im Prinzip überhaupt nicht eingreifen können in ihre Geschicke, weil sie nur nichtige Entschlüsse fällen, dass das aufhören soll. Also das ist mit einer gewissen Unlust verbunden. Und wenn man sich aber heute Sitcoms anschaut, also zum Beispiel King of Queens oder könnte man auch andere benennen, ich glaube beide Teile des Fernsehprogramms ließen sich so bestimmen, die machen im Prinzip den gleichen Zusammenhang auf. Also das heißt, die heutigen Wohnungen, wo zum Beispiel in dieser Sitcom King of Queens ein Ehepaar lebt, dessen Vater im Keller haust, sind eben auch vom Gebaren und auch von der ganzen Situiertheit mit sehr wenig Unterschied eigentlich zu dem Endspiel versehen. Und diese ganze Problematik der Unlust, die einem entgegenschlägt bei Beckett, ist hier umfunktioniert im Prinzip zu einem lustbringenden, konsumierbaren Fernsehgegenstand, also einer Sitcom, die quasi täglich wiederholt wird und täglich neue Folgen bringt. Jetzt wollt ihr am Wochenende genau über diese These auch diskutieren, also inwiefern Formen von Beckets Literatur sich in heutiger Kulturindustrie wiederfinden, wobei das Beckett ja bewusst gemacht hat mit einem reflexiven Zugang und das heute sozusagen das Berieselungsprogramm ist. Kannst du ein bisschen erzählen, was am Wochenende geplant ist? Ja, also es soll drei Themenschwerpunkte geben. Also einerseits die Innerlichkeit, dann noch die Zeit und die Möglichkeit von Kritik. Und das eben in diesem Zusammenhang. Also was heißt es, wenn heutzutage eigentlich das, was das Endspiel so stark faszinierend und durchschlagend macht, also diesen Impuls der Veränderung beziehungsweise der Unlust des Ganzen, dass es aufhören soll, dass es jetzt eigentlich das ist, was man sich dann im Abendprogramm im Fernsehen halt reinzieht. Und zwar nicht einmal und dann ist es gegessen, sondern das ist ja das tägliche Fernsehprogramm, was ja nicht von irgendwo herkommt, das ist jetzt keine Problematik, die schlicht nur im Fernsehen stattfindet. Genau, aber was hat das im Prinzip für einen Aussagecharakter für die Formen von Innerlichkeit? Also das, als was wir vorhin hatten mit dem puren Reflex, also dass die Möglichkeit, sich zu etwas zu entscheiden und selbstbestimmt sozusagen sein Leben zu bestreiten, herabgemindert ist zu Entscheidungsmöglichkeiten zwischen, also die sozusagen nichtig sind im Prinzip, die keine Aussagekraft haben, weil sie nur zwischen unbedeutenden Dingen sind. Dann, was es eigentlich aussagt über die Zeit, das heißt, wenn dabei sowas wie eine Zukunftsperspektive und auch der Rückgriff auf Vergangenheit verstellt sind und man sich in der reinen Gegenwart bewegt, was das eigentlich dann eben für die Gesellschaft aussagt, wenn sie eben jegliches Veränderungspotenzial eigentlich auch damit versiegen lässt, weil man für eine Veränderung ja auch immer eine Perspektive auf Zukunft braucht und die wiederum sich auch speisen kann und sollte aus dem Zugriff aus die Vergangenheit, was man eben nicht mehr haben will, was anders sein soll und anders werden soll. Und zuletzt eben, was es heißt, wenn das Endspiel in Form einer Sitcom oder eben jetzt mit dem Titel, wenn eben die Kulturindustrie, also Kultur, also massenangefertigte Kulturprodukte, das
Beckett'sche, was man eben als das, also was wir besprochen hatten, als das seltsame, skurrile und absurde Moment eben selbst sich einverleibt und zum konsumierbaren Gut macht, wie es sich eben dann verhält mit der Kritik des Ganzen, weil sich ja, wenn ich mir das im Fernsehen angucken kann, um 8 Uhr oder zu Primetime von mir aus, und mir das gar nicht aufstößt, wie die Leute hausen, und das ist ja auch nur ein Spiegelbild des Ganzen, wie man selber haust, inwiefern sozusagen die Gesellschaft sich durch sowas auch abdichtet gegen die eigene Veränderung.